Assalamu alaikum. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und hier seht ihr die Azhar-Universität mit all ihren Fakultäten. Natürlich müsst ihr auch wissen, dass die Azhar-Universität zwei Orte hat. Also zwei verschiedene Orte. Drei Fakultäten, wo die meisten Ausländer sind, ist in einem Ort. Und alles andere, Medizin, Ökonomie, das ist alles in einem anderen Ort. Heute in diesem Video möchte ich über ein Thema reden, und zwar viele fragen sich, wie kann ich das Studium finanzieren? Also ich möchte gerne studieren, aber ich habe das Geld nicht. Um sich zu finanzieren, hat man viele Wege. Einer von diesen Wegen ist, dass du zum Beispiel, wenn du unter 25 Jahre alt oder unter 25 Jahren bist, dann kannst du immer noch Kindergeld beantragen. Natürlich gibt es bestimmte Regeln und Bedingungen, wie zum Beispiel, dass du im Sommer oder in den Ferien nach Deutschland zurückkehrst. Natürlich solltest du auch alles beweisen, auch wenn sie es nicht bitten, solltest du es trotzdem alles belegen können. Die Flugtickets solltest du nicht löschen, dass du dort gewesen bist, wie zum Beispiel, dass du beim Arzt warst in den ersten Tagen oder in den letzten Tagen, bevor du fliegst, damit man weiß, dass du in Deutschland wirklich da warst. Ebenso, wenn du von hier die Schulbescheinigung holst, von Kairo, dass dort auch die Termine sind, also wann die Schule anfängt, wann sie endet, wann die Universität anfängt, wann sie endet. Das ist auch sehr wichtig. Das ist eine Möglichkeit, wie du dich finanzieren kannst. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du hier in Kairo bist und an der Azhar-Universität studierst, kannst du Stipendium beantragen. Das wird ein Jahr dauern, wird ein bisschen hart sein, aber danach wird alles einfacher und du kriegst dann jeden Monat 25 Euro, was für hier auch wirklich sehr gut ist. Eine andere Möglichkeit ist Deutsch. Wenn du gut im Deutschen bist, dann kannst du auch hier Deutschkurse anbieten oder bei Vodafone arbeiten. Ich fange erstmal mit den Deutschkursen an. Du kannst privat oder in einer Firma, in einem Zentrum arbeiten und kriegst dann auch so dein Einkommen. Oder bei Vodafone. Denn hier arbeiten viele Ägypter in dem Deutschbereich bei Vodafone als Callcenter. Und dort kriegst du auch sehr viel. Du kannst als Part-Time, also als Halbzeit oder Teilzeit arbeiten. Und kriegst du mit deinem Geld. Das sind eben die Möglichkeiten. Du kannst auch natürlich, wenn du zum Beispiel in der Übersetzung begabt bist, kannst du als Übersetzer arbeiten, kannst dich auch so gut, ganz gut finanzieren. Andere könnten als Uber-Fahrer zum Beispiel arbeiten. Das ist hier auch berühmt, auch gut. Oder als Chauffeur privat kannst du den Auto eineignen, mieten oder so. Und dann eben Schüler zum Beispiel zur Schule bringen, fahren oder von der Schule zur Schule, je nachdem. Das sind alles Möglichkeiten, wie du dich finanzieren kannst. Hier gibt es auch Jugendherberge, wo du 25 Euro nur bezahlst. Dann ist alles kostenlos. Also die Wohnung ist kostenlos. Du musst es teilen, aber natürlich. Mit einigen bestimmten Bedingungen kannst du dann auch alleine leben. Essen ist dann umsonst. Nur wenn du irgendetwas selbst machen möchtest, bezahlst du dann eben den Rest. Das sind die Möglichkeiten, wie du dich finanzieren kannst. Wenn du weitere Fragen hast oder wenn ihr weitere Fragen habt, dann könnt ihr mich gerne fragen. Und bis zum nächsten Video. Assalamu alaikum.